20, 1 und 2, die erste, zweite gilt. Achtung und bitte. Tobias, ist irgendwas passiert? Ich hab so fest reingehauen, dass er nicht runtergeht. 1 und 2, die vierte. Verdammte Scheiße. Tobias, das ist genau der Ast gewesen. Hajut, da war genau der Ast drin. Julia hat Daniel sitzen lassen? Ja. Ich meine, die sind nicht mehr zusammen? Hm. Ihr macht Witze. Oh Gott, er muss sich ja schrecklich fühlen. Das war jetzt irgendwie durcheinander, würde ich mal vorschlagen. Aber das war nicht schlimm. Ist Jörg im Daniel wieder aufgetaucht? Und bitte! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Luzi! Happy Birthday to you! Bitte. Du weißt ganz genau, dass ich recht habe. Aber du wirst es erst bemerken, wenn was? Wie? Wir drehen. Na. Achtung und. Bitte. Drehen. Achtung und. Bitte. Danke, den kann ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Die Gräfin ist vielleicht wieder gelaunt. Bitte. Willst du was trinken? Ja, sehr gern. Apfelschorle? Ja, das ist jetzt genau das Richtige. Ah, Mist. Eis ist natürlich mal wieder keins da. Ist egal. Abgebrochen. Du meinst der Satz, was ist denn los? Ich konnte noch reden bis vor 5 Minuten. Schon 9. Und bitte. Eva. Ist das etwas? Muss ich nicht lachen, es tut mir leid. Es ist so blöd. Okay. Soll ich den Arsch drehen? Okay, auf geht's. Bitte. Der Chef will heute noch in die Firma kommen? Ja, er hat vom Flughafen aus angerufen und hat, machst du noch mal bitte. Und bitte. Der Chef will heute. Was hat Willi gesagt? Mach das doch. Naja, ein Versuch war's wert. Klar, mach das. Willi ist mein Freund. Oh, Nico, du bist der beste Bruder, den ich habe. Und vor allem auch der Einzige, nicht? Das heißt, Willi macht extra für uns eine extra scheiße Nachtschicht. Kann es sein, dass Daniel recht hat, dass sie tatsächlich immer nur seinen Vater in ihm gesehen haben und nicht ihn selbst? Jetzt fangen Sie auch noch mit diesem Unsinn an. Ich habe große Stücke auf Daniel gesetzt und er hat mich schwer enttäuscht. Ich hoffe nur, dass Sie es nicht eines Tages bereuen, dass Sie den Jungen so zurückgewiesen haben. Nein, ganz gewiss nicht. Und jetzt möchte ich nicht mehr darüber reden. Aha, jetzt. Und den Apfelsaft können Sie auch gleich wieder mitnehmen.
Hier, da. Da, da? Hier. Aber. Ja, nix aber. Raus! In 10 Minuten gibt's Armbrot. Das riecht man schon. Hast du schon wieder Hunger, oder? Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal über meinen großen Bruder sagen könnte, aber ich find's klasse. Na? Peter, komm. Ich verstehe, was du meinst. Gibt auch noch einen Tück Grün dazu. Grün? Bist du Soll ich später wiederkommen? Nein, nein. Ich habe nur versucht, Marie zu erreichen. Sie hat ihr Textbuch, ja, ihr Textbuch vergessen, genau. Aber es gibt einen Vertrag, der das Gegenteil beweist. Um den Vertrag kümmere ich mich schon. Und ich werde dafür sorgen, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Hallo Jan. Tag Grafenberg. Alles gut. Was ist das denn? Der ist von Nico. Ah! Guten Morgen. Guten Morgen. Daniel, warte. Ich muss los. Augen zu und los. Nee, und los. Du übernimmst Verantwortung für sie. Das ist gut, okay. Aber dann trag sie auch. Nur zeig ihr nicht, dass du nur aus Verantwortungsgefühl mit ihr zusammen bist. Sonst erreichst du das Gegenteil. Kann es sein, dass es für dich nicht von Unglauben Du denkst nicht an die Zukunft, nicht an die Familie, nicht an die Firma. Du denkst nur an dich. Wenn das so wäre, dann wäre ich doch gar nicht mehr hier. Dann wäre ich längst über alle Berge. Weit ab, fein. Ich werde jetzt. Süß. Ich habe auf deinen Satz gewartet. Entschuldigung. Was hast du vor? Oh, er schlag mich. Na, ich dachte, du gibst. Entschuldigung, ich. Okay. Was hast du vor? Ich werde jetzt mit Marie reden und sie zur Vernunft bringen. Schatz, es tut mir leid. Entschuldigung, Entschuldigung, muss mal sein, okay? Alles gut? Yes. Achtung. Was hast du vor? Ich werde jetzt mit Marie. Scheiße. Es wird schwierig, es wird schwierig. Es geht. Es tut mir leid. Ich wusste das nicht mit Daniel und dir. Jörg hat es mir heute Morgen erzählt. Nee, Jan. Oh Gott. Abgebrochen. Jan war's. Du gibst mir die Skizzen und ich bezahle dich dafür. Du willst, dass ich dir Entwürfe liefere, die du... Du willst, dass ich dir Entwürfe liefere, die du dann als deine an... Herr Grafenberg verliert völlig die Zeit. Und dann hänge ich jetzt wie eine Glocke. Bitte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Roman. Happy Birthday to you. Dankeschön. Danke.